Hier ist 105.5 Spreeradio. Es ist Sonntagabend, 22 Uhr. Und jetzt startet die einzige Show im deutschen Radio. Von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Hier ist Ladylike. Mit ihren Gastgeberinnen Nicole und Yvonne. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es gibt eine neue Studie, die uns beiden hier ins Haus geflattert. Ist sehr interessant. Angeblich gibt es ja unter besten Freundinnen keine Geheimnisse. Haben wir gedacht. Ist aber nicht so. Warum? Das gleich. Vorher gibt's Musik. Wir hören Lucas Graham mit 7 Years und davon noch einen aus den 80ern. David Bowie mit China Girl. Da hat er bestimmt auch einige Affären gehabt. Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Once I was 7 years old. Guten Abend, Sonntagabend, hier ist Ladylike bei 105.5 Spreeradio, der 50-50-Mix. Ganz neu am Sonntagabend, immer ab 22 Uhr und dann bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und wir haben eine neue Studie ausgegraben. Die Marktforschungsgruppe GfK hat für die Apothekenumschau herausgefunden, dass jede dritte Frau eben doch nicht mit ihren besten Freunden über alles spricht. Und das überrascht mich total, muss ich ehrlich sagen, weil mit meinem besten Freund rede ich tatsächlich über alles, würde ich jetzt denken. Gerade so diese intimen Details, da geht es ja meistens um Sex. Das erzählt er mir und ich ihm auch. Wir freuen uns immer richtig drauf, wenn wir uns das erzählen können. Und neulich war er zu Besuch bei mir, wollte bei mir schlafen, weil er eingeladen war zu einer Hochzeit. Mhm. Und kommt dann abends wieder und sagt zu mir, oh, du glaubst nicht, wie geil diese Hochzeit war. Ich sag, wie, was war los? Ja, also wir waren in einem großen Haus und da sind wir in ein Zimmer gegangen, wo ein großer Billardtisch stand. Und da habe ich meine Freundin erstmal schön auf dem Billardtisch Maß genommen. Was? So während die Hochzeitsgäste da waren? Ja. Unten lief die Hochzeit und er hat schön mit seiner Freundin auf dem Billardtisch gevögelt. Und solche Pimpergeschichten erzählt er dir? Ehrlich? Immer. Und also, wie lange kennt ihr euch schon? Na, wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren. Naja, gut. 15 Jahre beste Freunde. Und wir lieben es, uns diese Geschichten zu erzählen. Und ich habe ihm auch schon erzählt, wie ich mit meiner Freundin auf unserem großen Wohnzimmertisch. Oh, ja, schön. Da wird sie sich ja gefreut haben. Weiß deine Freundin, dass du solche Geschichten mit ihm austauschst? Ja, sie kennt mich ganz genau und sie weiß, dass ich das gerne mache und sagt immer, mach es bitte nicht. Und Nein. erst recht nicht, wenn ich dabei bin, oh, weil dann erzähle ich ja auch gerne schon, mach so Andeutungen. Und auch seine Freundin, die hasst es. Na klar. Wenn wir beide uns darüber unterhalten, wir freuen uns mal wie kleine Kinder, wenn wir 5 Minuten für uns haben, ein Bierchen trinken und uns dann unsere aktuellen Sexgeschichten erzählen. Okay. Aber wobei man auch sagen muss, so eine Sexgeschichte ist natürlich auch, die macht ja was her. Also da, weißt du, die feiern da unten und er nimmt seine Freundin mal eben schnell mit nach oben und nimmt sie da auf den Billardtisch her. Das ist ja auch ein bisschen wie im Porno, ne? Also das würde ich auch weiter erzählen. Das ist ja eine schöne Angebergeschichte. Aber was ist denn mit den Geschichten, die keine Angebergeschichten sind, weil sie zum Beispiel ein bisschen peinlich sind? Erzählt er die auch? Das stimmt schon. Wir erzählen uns natürlich immer nur die Knaller. Aber hat er mir eigentlich jemals eine Geschichte erzählt, wo er nicht gut bei weggekommen ist? Ich muss mal überlegen. Ah, ja, aber es ist tatsächlich nur eine, an die ich mich jetzt spontan erinnere. Und zwar ist das folgende. Hat er mir erzählt, da war er noch Single. Hat er von einer Studentenparty eine abgeschleppt und war richtig hot. Und die beiden sind auch ins Bett und es ging richtig zur Sache. Und dann hat er ihr den Slip runtergezogen und dachte so, oh ja, Volltreffer, sie ist komplett rasiert, hat sich total gefreut, ja. Zieht den Schlüpfer vollständig runter und sieht, die Schamlippen sind komplett behaart. Oh mein Gott. Also Vortäuschung falscher Tatsachen. Er hat keinen mehr hochgekriegt, war total abgeturnt und ist sofort nach Hause gegangen. Die Geschichte hat er mir auch erzählt und die ist jetzt nicht so eine Angebergeschichte. Gut. Aber er erzählt lieber Angebergeschichten, ja. Was ich eigentlich ganz gut verstehe. Würden wir Frauen ja auch gerne machen. Ja, stimmt. Das Verhältnis ist wirklich 90%, 10%. Ja. Wobei, ich hatte mal eine Freundin, die mir so alles erzählt hat. Meine beste Studienfreundin, die alles rausgelassen hat, auch die allerpeinlichsten Geschichten. Und die hatte mal so einen Tiefschlag und selbst den hat sie mir erzählt. Und das fand ich schon, das fand ich bewundernswert. Das hätte ich niemals weiter erzählt. Auch nicht meiner allerbesten Freundin. Ehrlich? Willst du hören? Ja, und ging es auch um. Mm. Und wie? Und richtig? Mhm. Ja. Ja. Ja, gut, erzähl das gleich. 105.5 Spreeradio. Der 50-50-Mix. Also die Stichworte von Nicole waren Freundin, Bett, es ging zur Sache und war ultra peinlich. Ja. Schönen guten Abend, hier ist 105.5 Spreeradio, der 50-50-Mix. Sie hören Ladylike, die ganz neue Show hier bei uns im Sender. Immer von 22 Uhr bis 0 Uhr. Und heute ist unser Thema, dass sich beste Freunde intime Dinge nicht erzählen. Eine ganz brandneue Studie sagt, 30% aller Berlinerinnen erteilen keine intimen Geheimnisse mit ihren besten Freundinnen. Ist auch schwer, finde ich. Ja, also wenn man genauer darüber nachdenkt, was ist auch alles intim? Ja. Ist es wirklich schwierig, was erzähle ich nicht?
Weil das ist auch der persönliche Charme-Effekt, der dazu kommt. Ne? Also wenn mir eine Sache vor mir selbst schon so peinlich ist, fällt es mir so schwer, darüber zu reden. Und dazu kommt noch das Alter. Also man hat, glaube ich, früher auch mehr erzählt, als man heute erzählt. Also das in der Kombination bringt einen dazu, nicht mehr so wahnsinnig viel auszuplaudern. Also ich erinnere mich zu Studienzeiten, und das war die Geschichte, die ich eben erzählen wollte. Meine allerbeste Freundin, die hat alles immer erzählt, auch so richtig krasse Tiefschläge, wo man selber schon dachte, so, das kannst du mir jetzt eigentlich nicht wirklich erzählen. Nicht hier in der Mensa vor allen Leuten. Die hat einen Typen kennengelernt auf irgendeiner Uni-Party und hat den abends mit nach Hause genommen. Aber wie das halt so war, die haben viel getrunken, sind auf dem Weg nach Hause nochmal in so einem Laden vorbeigegangen, wo es die weltberühmte Pizza Pazza gab. In Bonn war das. Was ist das? Das ist eine Pizza, die fett belegt ist mit Knoblauchsoße. Also ungefähr so dick wie der Pizzaboden ist auch der Belag an Knoblauchsoße. Wenn du das gegessen hast, kannst du eigentlich 3 Wochen nicht unter Menschen gehen. Das haben die sich reingepfiffen. Ich glaube nur sie, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hatten sie eine wilde Nacht und sind dann irgendwann eingeschlafen und morgens aufgewacht und sie wollte ihn küssen und er sagt zu ihr, nee, lass mal lieber. Es war wohl eine Pizza Pazza zu viel gestern Abend, aber ich würde dich nochmal von hinten nehmen. Hauptsache nicht an ihr riechen. Und ich so, oh Gott, ist das peinlich. Das ist schlimm, wenn du so stinkst, dass deine neue Affäre dich nur noch von hinten nehmen möchte. Aber dass sie das auch macht und sagen, ja, okay, gut, dann verzichte ich auf Küssen, aber hier ist mein Arsch, come on. Ja. Das ist wirklich peinlich. Also Respekt, dass sie dir das erzählt hat. Ja, finde ich auch. Ne? Und gut, dass du das jetzt hier nicht weitererzählst. Nein, ne? Mensch, das weiß doch niemand, wer die... Ah ja, gut. Ja, und klar ist wieder, wir beide bleiben natürlich gleich beim Thema Sex hängen, ne? Und erzählen uns erstmal gleich die deftigen Sexgeschichten. Ja. Aber es gibt ja noch 1000 andere Sachen, die man nicht erzählen würde und die man besser auch nicht erzählen soll. Ja, zum Beispiel Luli und Kaki oder sowas. Oh Gott, oh Gott. Oder Tage. Ja, komm, wir klären das mit den Berlinern auf der Straße. Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Es ist 22.30 Uhr in Berlin und wir reden heute über das Thema, was sich beste Freundinnen eben nicht erzählen. Denn eine brandneue Studie sagt, sie teilen ihre Geheimnisse ungern mit der besten Freundin, was wir sehr merkwürdig finden. Aber wir haben die Berliner mal auf der Straße gefragt, was sie denn nicht weitererzählen würden. Und das ist hauer, hammerharter Tobak untenrum. Vorher genießen wir den letzten Rest vom Wochenende mit einem der besten Songs von heute, Coldplay, Him for the Weekend und aus den 80ern die Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Won't you come see about me? Sonntagabend, Ladylike-Zeit, immer 22 bis 0 Uhr am Sonntagabend mit Yvonne und Nicole. Was Frauen wirklich wollen. Unser Thema heute, Freunde erzählen sich intime Dinge anscheinend doch nicht. Gibt nämlich eine neue Umfrage. Danach hält jeder Dritte die Klappe, wenn es darum geht, intime Geheimnisse zu bewahren. Erzählt sie eben nicht der Freundin. Meine Oma hat ja immer gesagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und anscheinend sind hier viele Goldstücke unterwegs, die alles für sich behalten. Und wir haben mal die Berliner gefragt auf der Straße, was sie dann niemals weitererzählen würden. Und das war echt erstaunlich. Hier mal als erstes, einen Mann lassen wir eigentlich nicht auf die Antenne. Aber für den machen wir eine Ausnahme. Also ich finde, worüber man recht ungern spricht, ist über Finanzen. Insofern, wenn ich da mal irgendeine Pleite erlebt hätte, zum Beispiel im Spielcasino wahnsinnig viel Geld verlieren, ich glaube, das wäre mir so peinlich, dass ich das wahrscheinlich besser für mich behalten würde. Kann ich gut verstehen. Geldsachen behalte ich auch total gern für mich. Also ich habe nie einen Hehl draus gemacht. Nee? Niemals. Aber ich bin auch von Hause aus so erzogen, keine Schulden machen. Also ich habe auch kein Dispo bei meinem Konto zum Beispiel. Echt? Und habe auch noch niemals in meinem Leben Kredit aufgenommen. Da bin ich echt ein Ossi. Immer nur das ausgeben, was man wirklich hat. Und darum habe ich auch kein Problem damit, über Geld zu reden. Selbst wenn ich kaum mal was habe, habe ich mit meinen Freunden immer offen drüber gesprochen. Aber du siehst wieder, wie stolz Männer vielleicht auch so ein bisschen sind. Ne? Also dieses Finanzielle ist für die auch echt schon heftig. Darüber reden sie nicht. Ja. Wie wäre es dann bei dir, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt gerade mal knapp bei Kasse. Ist das für dich ein Ausschlusskriterium? Na, da würde ich sagen, zeig mir mal dein Sixpack und dann überlege ich mir das. Nein, überhaupt nicht ist das ein Ausschlusskriterium. Aber wenn jemand irgendwie sein Leben lang nicht mit Geld klarkommt, dann wäre es für mich ein Ausschlusskriterium, weil es mir schon wichtig ist, dass man das Geld zusammenhält und dann spart, wenn man keins hat und es nicht mit vollen Händen rausschmeißt. Das finde ich doof. Aber wenn jemand mal in eine Schieflage gerät, ich glaube, das kann passieren. Das wäre für mich überhaupt kein Ausschlusskriterium. Nee. Okay, gucken wir mal, was die Frauen auf der Straße gesagt haben, was sie niemals ihrer besten Freundin erzählen würden. Also ich würde niemals einer Freundin oder jemandem aus meinem Bekanntenkreis erzählen, wenn ich was mit einem Freund einer Freundin hätte. Das ist aber auch besser so, du. Wenn du das einmal in den Bekanntenkreis setzt, das dreht doch auf jeden Fall eine Runde.
Aber überhaupt schon diesen Schritt zu gehen, im Freundeskreis rumzuvögeln. Ich finde, im Freundeskreis sind wirklich die Partner tabu. Das macht man nicht. Nein, das geht gar nicht. Also sich da zu wildern in dieser Gegend, auf gar keinen Fall. Und dann, ja, sehr klug, es bitte nicht weitererzählen, weil und das auch, wissen sofort alle. Und auch denjenigen unbedingt sagen, nicht niemals weitererzählen. Und keine Fotos machen und sowas, ne? Nicht wie Sarah Lombardi mit ihrem Freund, ja, der es dann im Freundeskreis rum erzählt hat. Lass mal weiterhören. Was haben wir noch? Hier noch ein Geständnis von einem Mann, das finde ich sehr sympathisch. Wieder ein Mann. Also, was ich nicht erzählen würde, ist, wenn ich mal zusammengeschlagen worden wäre. Es wäre mir eigentlich sehr unangenehm. Och, ihr Männer, ihr seid aber süß. Warum ist euch das denn unangenehm? Das ist es doch gar nicht. Ich habe eine aufs Maul bekommen, Schatz. Och nein, wir wollen doch gar keine strahlenden Helden haben, die andere verprügeln. Leute, die andere verprügeln, sind doof und unsympathisch und meistens auch noch blöd in der Birne. Wenn ihr ein paar aufs Maul bekommen habt, dann lasst euch von uns fliegen. Wir finden das nicht schlimm. Aber wenn er nach Hause kommen würde, grün und blau geschlagen und dann weint, Schatz, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Mir hat eine Aua gemacht. Dann würde ich sagen, zeig mir den. Genau, so ist es nämlich. Also das müsst ihr echt nicht für euch behalten. Ich meine, ich kann es verstehen, das ist typisch Mann, das plaudere ich nicht aus. Ich glaube, auch unter den Kumpels wird das bestimmt anders gesehen und ich kenne viele Männer, die das nicht ausplaudern würden. Aber das in der Mitte fand ich ganz spannend von der Frau, die sagte, im Freundeskreis Affäre, das wird sie nicht weiter plaudern. Das ist ein großes Thema. Oh, Affären unter Freunden und dann, wie sagt man es im Freundeskreis oder sagt man es eben besser nicht? Das würde ich gern gleich nochmal in Ruhe bequatschen. Tja, Freunde erzählen sich intime Dinge offenbar doch nicht. Er gibt eine neue Studie für die Apothekenumschau. Danach bespricht jede dritte Frau mit ihren besten Freunden nicht das, was sie vielleicht mit ihnen besprechen sollte. Zum Beispiel Probleme beim Sex, körperliche Gebrechen, peinliche Operationen, Geld. Bleibt alles außen vor, haben wir schon festgestellt. Guten Abend, hier ist 105.5 Spreeradio, der 50-50 Mix mit Ladylike am Sonntagabend mit Yvonne und Nicole. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und auch Affären bleiben häufig außen vor. Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass viele Leute nicht über ihre Affären reden. Bei mir teilt sich das so ein bisschen in zwei Dekaden. Mhm. Während meiner wilden Sturm- und Drangzeit zu Studentenzeiten, da war ich leider, ich war echt ein Arschloch. Oh. Und man ist wirklich, ich Ach, war das echt, meint man ja gar nicht. Und mir tut es auch echt leid für meine Ex-Freundin. Die musste echt viel mit mir durchmachen. Ist es eine offizielle Entschuldigung an dieser Stelle? Ja. Liebe Ex-Freundin, ihr Heerscharen da draußen, hört. Also ich sag's mal offiziell, Katja, es tut mir wirklich leid, was ich da in der Beziehung gemacht habe, weil ich habe sie eigentlich 2 Jahre lang nach Strich und Faden betrogen. Oh Gott, 2 Jahre lang? Ja, das war wirklich mies. Also, und das tut mir auch echt leid, aber es war so, ich war so, diese vielen schönen Souvenire um einen rum, da konnte ich einfach nicht Nein sagen, weißt du? Wie kriegt man das denn hin? Hast du das denn jemandem erzählt? Naja, es war so, ich habe sie also während der Beziehung 8-mal betrogen. Oh Gott! Darunter war so eine schwarze, rassige Hawaiianerin, ganz, ganz hübsch, eine blonde Studentin der Germanistik. Ja. Und da habe ich auch noch mit Männern geschlafen. Also da waren zwei junge BWLer dabei. Aha. Und dann war noch ein Grieche dabei, auch sehr schön. Und dann hatte ich noch ein Zwillingspärchen. Nein! Ja, aber. Oh Gott, ich muss dich entsetzt anstarren. Es tut mir leid, dass ich dich angucke, als wärst du ein Verkehrsunfall. Aber es ist echt krass. Ja, es tut mir wirklich leid. Und das ist auch echt scheiße. Das macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Und vor allen Dingen musste ich dann auch immer noch, ich konnte das auch nicht für mich behalten, sondern brauchte immer einen Pool von Leuten, denen ich das erzählen konnte. Also es war richtig so, hey, die habe ich gekriegt und die und so. Das war wirklich schlimm. Ja. Das heißt, und die arme Katja war quasi diejenige, die von gar nichts wusste und alle um sie herum haben so Sachen gewusst und geahnt und alle um sie herum wussten es und sie wusste es nicht und sie hat auch immer gedacht, unsere Beziehung ist ganz rein und ganz weiß und so und das war halt echt blöd. Ja. Aber weißt du, der Punkt ist aber, dass ich hätte es ja für mich behalten können, um sie zu schützen, dann wäre es ein Ding mit mir gewesen, aber nein. Ich habe es mindestens immer 3 Freunden erzählt und das alles ausgewertet, weil ich so stolz drauf war, wieder eine neue Trophäe erobert zu haben. Ja, aber das ist das mit den Dekaden. Wenn man so jung ist, dann macht man sich auch so wenig Gedanken darüber, wen man alles zu Tode verletzen kann mit so einer Nummer. Am Ende, ich habe ihr dann alles gestanden am Ende und wenigstens ehrlich aus der Nummer raus. Ja, also ich habe versucht zu erklären, warum das passiert ist, dass ich das natürlich nie wieder tun würde, aber sie hasst mich natürlich bis heute. Was ich vollkommen verstehen kann. Aber ich glaube, also erstmal habe ich ja dann meine große Liebe kennengelernt. Der würde ich das niemals antun. Ich glaube, das hat auch mit Gefühlen zu tun. Was Gott man sei jetzt Dank, einfach, ey, die hat dich voll gerettet. Absolut. Oh Mann. Was man, wenn man nämlich so sehr liebt und sich dann vorstellt,
dass wenn man es dann tut und den Menschen verliert, dieser Gedanke musste erst in mir reifen, dass ich bereit war, treu zu sein. Aber gesetzt dem Fall, es würde nochmal irgendwie passieren, würde ich das keinem Menschen erzählen. Und das zu den Dekaden. Ich würde mit niemandem drüber reden, wenn ich eine Affäre hatte, mit niemandem. Und ich würde auch dafür sagen, dass es keiner weiß, weil ich nicht möchte, dass mein Partner so bloßgestellt wird. Und keiner von uns kann es garantieren. Du nicht und ich auch nicht. Doch, ich kann das garantieren. Du vielleicht nicht. So wie du dich jetzt präsentiert hast, kann ich das verstehen. Aber Mann, jetzt hör doch mal auf. Nein, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so eine richtige Haltung dazu, aber ich werde sie mir zulegen in den nächsten Minuten. Wir besprechen das gleich weiter in 20 Minuten. Hör auf, jetzt so fies alte zu sein. Sau, Mann, hör auf. Hier ist 105.5 Spreeradio. Es ist Sonntagabend, 23 Uhr. Und Sie hören Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Hier sind Ihre Gastgeberinnen, Nicole und Yvonne. Da sind wir wieder. Es ist Sonntag und es gibt nur eine Show in Berlin, die man Sonntagnacht hört und das ist Ladylike. Immer 22 Uhr bis 0 Uhr und wir reden heute über das Thema, was man seiner besten Freundin nicht erzählt. Bei Nicole und mir sind es Affären, die wir nicht weitererzählen würden, aber wir würden Affären heute auch ganz anders angehen als damals. Absolut. Vorher gibt's Musik. Einer der besten Songs von heute kommt von Lionhead und davor aus den 80ern Herbert Grönemeyer. Musik nur, wenn sie laut ist. Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen mit Frauen und für Frauen. Sie sitzt den ganzen Tag auf ihrer Fensterbank. Ey, und immer noch guckt sie mich total sauer an. Das ist meine Vergangenheit. Es war einmal, ja, ich habe früher meine Ex-Freundin betrogen und es tut mir leid, jetzt zum 100. Mal. Guten Abend, hier ist 105.5 Spreeradio Ladylike, die neue Show, immer von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und wir sprechen gerade darüber, dass man seine intimsten Geheimnisse nicht mal mit den besten Freunden teilt. Eine neue Studie hat das jetzt ergeben, dass wirklich jede dritte Berlinerin sagt, nee, es gibt Sachen, die erzähle ich nicht mal meiner besten Freundin. Und wir sind gerade hängen geblieben beim Thema Affäre. Und Yvonne hat gesagt, dass sie in ihrer Jugend bei speziell einer Freundin, die sie hatte, einer festen Freundin, so wahnsinnig viele Affären hatten, hat sie von hinten bis vorne betrogen. Deswegen habe ich so geschockt geguckt, weil das war ja, meine Güte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie krass ist das denn? Aber ich hatte auch keine richtige Meinung dazu, ob sich das verändert hat von früher zu heute, ob man damals mehr darüber gesprochen hat und heute tut man es eben nicht mehr. Aber ich glaube, du hast recht, es ist ein bisschen so, als Jugendlicher will man halt damit angeben und sich so positionieren nach dem Motto, schaut mich an. Ich bin eine Frau, die jeden kriegen kann. Und man muss es halt noch aussprechen, damit die Leute es kapieren. Mhm. Und wenn man dann älter wird, macht man das nicht mehr, weil man einfach merkt, man verletzt so viele Menschen damit. Also ich glaube auch, ich würde meinen Mann auch nicht betrügen, um Gottes Willen, wir haben zwei kleine Kinder und ein Haus und wollen uns auch weiterhin haben. Aber ich glaube auch, ich würde es für ihn nicht tun. Wenn ich mir vorstelle, um Gottes Willen, es wissen ganz viele Menschen, da gab es eine Affäre und der weiß das nicht. Ja, das ist wie hinterhältig ist das? Man ist ja auch Partner. Deshalb, weil man sich so ein bisschen gegen den Rest der Welt verschworen hat. Genau. Als Team. Ja. Und man will nicht den einen davon bescheißen. Und man will auch nicht derjenige sein, der beschissen wird. Das wäre auch für mich das Allerschlimmste. Wenn der mich betrügt, ist es nicht mal nur der Betrug, sondern zu wissen, es haben ganz viele Menschen gewusst, die dann gedacht haben, ach, die arme Nicole, das ist ja grauenhaft. Und er betrügt sie nach Strich und Faden. Und vor allen Dingen fängst du dann ja auch danach an, die Blicke zu deuten. Ne? Ja. Wie war der zu mir? Und der hat es die ganze Zeit gewusst. Also du kannst ja niemandem mehr vertrauen danach. Und du zerstörst gleich, also nicht nur, dass du dann deinen Mann verlieren würdest, sondern auch gleich die Freunde und Bekannte, weil du kannst denen ja nie wieder ins Gesicht gucken. Ja. Und uns verbindet natürlich auch noch, ich meine, du bist jetzt über 10 Jahre mit deinem Mann zusammen, ich über 10 Jahre mit meiner Freundin. Das schweißt so sehr zusammen und ich könnte es gar nicht ertragen, wenn ich ihr erzählen müsste, dass ich sie betrogen habe. Und wenn ich mir dann auch vorstelle, dass alle anderen wissen. Dann, ja, klar, so war das. Ach, hast du nicht gewusst, die zwei, ach, die haben wir schon öfter zusammen gesehen. Furchtbar, ich würde ausrasten und ich würde meinen kompletten Freundeskreis, glaube ich, verlassen. Aber jetzt kriege ich echt einen Kloß in den Hals. Das finde ich so eine schlimme Vorstellung. Ich bin immer schon so sauer auf meinen Mann, wenn ich mir nur vorstelle, dass er mich betrogen hat, weißt du? Wir müssen schnell zu anderen Dingen kommen, die man vor seinen Freunden verheimlichen kann. Sowas wie Geldprobleme zum Beispiel, darüber redet man nicht gern. Peinliche Schönheitsoperationen, die man hat machen lassen und die anderen wussten nicht, dass man das hat machen lassen. Darüber redet man nicht gern. Ich hatte jetzt zufällig keine, aber ansonsten würde ich das dir auch nicht so wahnsinnig gerne erzählen. Oder wenn man schwul ist und immer gesagt hat, dass man heterosexuell ist, besprechen wir vorher im Spreeradio 50-50 Mix. Einer der besten Songs von heute, Dear Darling, Olly Murs und davor aus den 80ern Mike Oldfield und Maggie Riley, Moonlight Shadow. The last that ever
Naja, wir sind heute Abend den Geheimnissen der Berliner auf der Spur. Und zwar diesen Geheimnissen, die sie auf keinen Fall mit den besten Freunden teilen. Obwohl man doch immer meinen sollte, das machen die Leute. Geheimnisse mit besten Freunden teilen. Hier ist 105.5 Spreeradio, der 50-50 Mix mit Ladylike am Sonntagabend, Yvonne und Nicole. Und jeder dritte Berliner tut genau das, verschweigt seinen Freunden intime Geheimnisse. Geldsorgen zum Beispiel, Krankheiten, Schönheitsoperationen, Probleme beim Sex oder offenbar auch die sexuelle Neigung. Und dazu haben wir jetzt eine Hörerin am Telefon, und zwar die Beate aus Spandau. Hallo. Hallo. Ja, also das war so, mein bester Freund, also ich muss dazu sagen, wir kennen uns wirklich schon gefühlte Ewigkeiten, seit 10 Jahren, und erzählen uns normalerweise auch immer alles, hatte ich gedacht. Ja, das war dann jedenfalls so. Er hat gemeint, er ist in einer Beziehung und muss mir jetzt die Person vorstellen. Hat mich dann aber vorher noch so ein bisschen beiseite genommen und hat gemeint, er muss mir jetzt was gestehen. Was ist denn bei dir da los im Hintergrund? Achso, ich liege gerade auf meinem Bett und habe das Fenster auf und da war eben eine Sirene. Und dann hat er mir stammelnd irgendwie dann irgendwann gesagt, dass er doch schwul ist. Ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, nicht weil ich das schlimm fände, sondern weil ich einfach total überrascht war, dass er mir das die ganzen Jahre nie gesagt hat. Warum hat er es dir denn verheimlicht? Ja, er hat dann gesagt, dass er nicht wusste, wie ich reagiere, weil er es so lange hinausgezögert hat und dachte, er hat dann irgendwann den richtigen Moment dafür verpasst. Und du hast auch nie was gemerkt, dass er vielleicht schwul sein könnte? Also nie so richtig, weil als wir zusammen auf Partys waren, hat er auch schon mal das ein oder andere Mal was mit einer und hat mit der rumgeknutscht oder und hat auch immer erzählt, oh, die da hinten, die finde ich, sieht schon echt gut aus. Ich denke mal, das war eine bewusste gute Tarnung. Aber dich hat er nie angebaggert, oder? Nee, mich nie. Das ist aber auch so, wir sind wirklich richtig gut befreundet und eigentlich wie Geschwister. Und sag mal, was ist er dann für ein Typ? Also ist er nicht so ein typisch Schwuler vielleicht, der so eine kleine feminine Ader hat? Er ist jetzt keiner, der durch Gestik und Mimik sofort in diese Kategorie fallen würde von außen. Also eher so ein Mann. Genau, also schon auch breite Statur, eine tiefe Stimme. Normalerweise würde man das nicht vermuten. Mhm. Ey, weißt du was? Ich glaube, an deiner Stelle wäre ich sauer gewesen, dass der mich all die Jahre nicht angebaggert hat und ganz erleichtert, dass er schwul ist, weil hätte ich mindestens eine Begründung dafür. Ja, ein bisschen kann man das natürlich auch sehen. Du sag mal, und genau. Habt ihr denn nie über Sex gesprochen? Eigentlich schon. Nur war das meistens so, ich plapper ja so gerne, dass meistens ich die ganze Zeit geredet habe. Aber wenn er erzählt hat, dann kam das schon aber auch plausibel rüber. Also ich hätte jetzt nie vermutet, dass er sich das ausdenkt, weil er hat nämlich schon auch drüber geredet, dass er mit anderen Frauen geschlafen hat und wie das denn so war. Natürlich nicht so detailliert, aber er hat es gut verkauft, auf jeden Fall. Ja, jetzt wird mir auch einiges klar, jetzt wird nachgefragt, ne? Ja. Aber ihr seid jetzt nach wie vor gut befreundet und du hast es ihm verziehen, dass er sich so spät geoutet hat? Ja, definitiv. Und ich bin auch froh, dass er jetzt glücklich ist mit seinem Freund, der Henrik. Ein super toller Partner für ihn, die passen auch super zusammen. Naja, und jetzt hast du ein Geheimnis gut, was du für dich behalten kannst, dass du mir das ganz spät genau, sagen kannst. Genau. Okay, Beate, dann vielen Dank für deine Geschichte und dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, gerne. Ciao. So, Beate hat uns jetzt teilhaben lassen an ihrem Geheimnis und Nicole, ich glaube, jetzt ist es langsam an der Zeit, dass wir auch die Hosen runterlassen. Ich? Lass hier niemals die. Du bist doch diejenige, die immer die Hosen auszieht in der Sendung. Oh mein Gott, weil ich einmal in der Sendung die Hose aufgemacht habe. Ja. Seelenstriptease, du bist die Nächste. Dann lege ich mich da auf die Couch da vorne. Ja, okay. Da kannst du mich interviewen. Ja, mach ich. Like, was Frauen wirklich wollen. Guten Abend zusammen am Sonntagabend. Bei uns geht es heute darum, was Freunde sich nicht erzählen. Meistens sind es intime Geheimnisse. Jeder dritte Berliner oder jede dritte Berlinerin schweigt ihre Freunde an, was das angeht. Und wir haben schon viel gehört hier in der Sendung. Was wir noch nicht gehört haben, sind die Dinge, die wir als Freundinnen uns nicht erzählt haben. Aber Nicole, ich habe dir doch alles erzählt. Zeit für Geständnisse. Und muss ich wirklich alles erzählen? Ich werde deine Beichte empfangen, wenn du Lust hast. Spielst du bitte erst noch 2 Songs? Ja, ich habe 2 super Songs rausgesucht, damit du in dich gehen kannst für deine Beichte. Also, einer der besten Songs von heute, Revolverheld, Lass uns gehen, kommt gleich. Jetzt aber erstmal kurz in die 80er. Hall & Oates, Out of Touch. Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Lass uns gehen.
Okay, soll ich anfangen mit den Geständnissen, was ich dir noch nie erzählt habe? Na, auf jeden Fall. Weil eigentlich, du hast gesagt, du hättest mir schon alles erzählt. Ich habe dir auch alles erzählt. Wir sind jetzt wirklich echt lange befreundet. Und es gibt wirklich eine Geschichte, die du mir noch nicht erzählt hast. Ja, aber du darfst jetzt nicht so entsetzt gucken. Ich weiß, es ist was du wirklich völlig abartig findest. Was? Ja. Ich erwarte jetzt natürlich wieder irgendeine Sexgeschichte. Aber da würde mich nichts schocken. Also das weiß ich. Deswegen, ja. Guten Abend, hier ist 105.5 Radio, der 50-50 Mix mit Ladylike am Sonntagabend mit Yvonne und Nicole. Und erinnerst du dich, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, als wir uns angefreundet haben und ich noch lange Haare hatte? Ja. So richtig lange Haare hatte. Und dann hattest du ja diesen modischen Bob, der auch sehr gut aussah. Ja. Aber erst hattest du so sehr lange Haare, ja. Ja. An den habe ich auch sehr gehangen. Allerdings waren es kaum meine Haare. Denn ich habe ja relativ dünne Haare. Also meine Friseurin sagt, ich habe feines Haar. Ich habe sehr viele Haare, aber sehr feine Haare. Man kann auch sagen Spaghetti-Haare. Und das waren alles Extensions. Nein. Doch? Nein. Doch. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du so eine Extensions-Tussi bist. Ich bin eine Extensions-Tussi gewesen. Doch. Viele Menschen haben Extensions. Nein, Nicole, doch. Bitte nicht. Und oh nein, meine Friseurin hat die ganz schick angebracht. Und das war, Problem war nur, ich habe nicht so gern Zöpfe gemacht damals, Gott. Weil man ja immer nicht wusste, ob man das von unten sieht, diese angeschweißten Dinger. Aber ansonsten, ja, doch, das waren Extensions. Das geht. Und als meine Haare kurz waren, habe ich sie rausholen lassen und abschneiden lassen an dem Wochenende. Mhm. Das war das Wochenende, als der modische Bob zu mir kam. Da war ich auch so leid, weil die sich immer so verfutzelt hatten und sowas alles. Und vor allen Dingen, weil ich immer Schiss hatte, dass es jemand merkt. Weil ich ja wusste, was ihr von Extensions haltet. Aber ich fand, ich hatte schöne, volle Haare. Wie mies du bist. Ja, und dann bin ich zu meiner Friseurin gegangen. Ich wollte unbedingt einen Bob. Ich wollte ja schon immer einen Bob. Dabei hattest du Extensions. Ja, das konnte ich dir aber nicht erzählen. Und du hättest es ganz schlimm gefunden. Und so konnte ich es einfach auslöschen. Und ich wusste, das kommt niemals raus, wenn ich mir die Dinger rausholen lasse. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt Angst. Kommt als nächstes, das sind künstliche Fingernägel? Nein, das sind meine Fingernägel. Ja, das sind wirklich meine, guck mich nicht so an, das sind auch meine Busen. Und ich habe mir auch nicht den Po aufspritzen lassen, der ist von ganz alleine so dick. Aber weißt du noch, als wir diese Reportage bei dem Friseur gemacht haben und der zu mir gesagt hat, ich wasche dir die Haare und mache sie dir schön, Nicole, und ich es auf gar keinen Fall wollte, das war wegen dieser Kack-Extensions, weil ich dachte, der sagt dann vor euch, oh, du hast Extensions drin. Ich finde das ganz schlimm. Ich bin wirklich total geschockt, weil ich hätte von dir alles Mögliche erwartet, aber das nicht. Es passt nicht zu dir. Jetzt du musst mir das verzeihen, es ist jetzt schon so lange her. Ich habe sie doch jetzt rausgemacht. Oh Mann, ich hätte jedes Haar, was du jetzt siehst, ist mein Haar. Deswegen siehst du auch nicht mehr so viel wie am Anfang unserer Freundschaft. Oh Gott. Ja. Aber du hast doch bestimmt auch was. Schwör, dass du das nie wieder machst. Echauffier dich mal nicht so. Schwör erst, dass du das nie wieder machst. Extension. Wenn du mir schwörst, dass du auch gleich gestehst. Gibt's da was? Es muss immer. Ich habe dir alles erzählt eigentlich. Das kann ja gar nicht sein. Doch. Ich überlege mal. Aber die kann ich nicht jetzt hier im Radio erzählen. Nicht? Also, okay, es gibt eine Geschichte, die ist krass, aber ich weiß nicht. Okay, dann machen wir das gleich. Im Radio, komm, danach hast du Feierabend. Kannst dich hinlegen und dich ausruhen. Hm? Ja, super. 105.5 Spreeradio. Der 50-50-Mix. Gleich Mitternacht in Berlin und Brandenburg. Guten Abend, hier ist 105.5 Spreeradio, der 50-50-Mix mit Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Heute Abend mit Yvonne und Nicole. Was Freunde sich nicht erzählen. Jeder Dritte hält intime Geheimnisse hinterm Berg. Wir haben den ganzen Abend darüber gesprochen und jetzt warte ich auf Yvonnes Geständnis. Wir sind jetzt schon so lange befreundet. Und wir haben immer gesagt, wir haben uns alles erzählt, haben aber gerade festgestellt, das haben wir nicht getan. Gibt ein paar Sachen, die wir uns nicht erzählt haben. Und ich möchte jetzt deine wissen. Jetzt hat sie so lange gebohrt hier, während die Musik lief, dass ich echt nachgedacht habe und da war wirklich ganz hinten versteckt eine Geschichte, die ich noch niemals irgendjemandem erzählt habe. Und es ist keine Sexgeschichte. Was? Aber die Abgründe sind trotzdem tief, glaube ich. Na komm. Und ich habe während der Sendung schon gestanden, dass ich meine Freundin betrogen habe, meine Ex-Freundin. Ja. Und jetzt kommt noch eine ganz schlimme Geschichte. Aber ich möchte, dass sie mich trotzdem alle noch lieb haben danach. Ich glaube, das kannst du vergessen. Erzähl mal. Super, das ist ja schon mal schön. Also okay, es gab da eine Geschichte. Du weißt, wenn ich Spiele spiele, ich bin
unglaublich ehrgeiziger Spieler. Ja. Genau. Ich will, egal welches Spiel ich spiele, ich will alles gewinnen. Immer will sie gewinnen. Das ist echt grauenhaft. Letztes Wochenende war ich gerade bei meinen Schwiegereltern und wir hatten ein großes Programm. Wir haben erst Dart gespielt, dann sind wir Bowlen gegangen, dann haben wir Rommy gespielt. Und du hast alles gewonnen. Und ich habe alles gewonnen. Es war herrlich. Ich habe meinen Sieg voll ausgekostet. Die anderen haben mich wieder alle gehasst. Es war wie immer. Ich mag diese Situation. Ja. So, und dann gab es jetzt eine Geschichte mit meiner kleinen Nichte, als sie 4 Jahre alt war. Da haben wir beide Memory gespielt. Du und eine Vierjährige. Ich und eine Vierjährige. Wir haben Memory gespielt und es lief für die Vierjährige überraschend gut. Ja, Kinder können sich das gut merken, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Also die haben gerade in dieser Phase, saugen die so viel auf, merken sich so extrem viel, da merkt man erstmal, wie man hinten abstinkt, ne? Und es stand unentschieden zwischen uns beiden und die letzten 4 Memory-Karten lagen noch da. Ja. Und jetzt muss ich es gestehen. Ey. Ich habe sie dann abgelenkt. Ich habe einen Ball ans Fenster geworfen, da hat sie hingeguckt und da habe ich schnell unter 2 Karten ist geguckt. Ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist ja so hinterhältig. Ja, ich habe wirklich beschissen bei Memory. Und sie hat es nicht gemerkt. Mm-mm. Und du hast es ihr nicht gesagt. Du Nein. hast gesagt, Zufall, habe ich das Richtige rausgesucht. Ich habe gewonnen und dann war es so. Sie war zwar sehr traurig, aber es ist gewesen, wie es gewesen ist. Das ist ein sehr, sehr tiefer Abgrund, in den ich da gerade gucke. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch eine Vorbereitung aufs wahre Leben. Da kriegt man auch nichts geschenkt. Nö, da wirst du auch von hinten vor vorne beschissen, wenn du mit deinen Liebsten spielst. Ja. Ich habe dir das jetzt erzählt und ich möchte jetzt nicht an den Pranger gestellt werden. Ich war offen und ehrlich, aber es tut mir ja auch total leid. Ich spiele nie wieder was mit dir. Aber du bist ein Bescheißer. Dafür habe ich ihr ja drauf den Weihnachtsmann gespielt und ihr eine ganz schöne Liebeserklärung gemacht. Wenn wir dieses Kreuzchen-Kästchen-Spiel, wie heißt das, wo man die Dreierreihe machen muss mit Kreuzchen und... Tic-Tac-Toe. Scheißt du mich da auch immer? Nee, da verlierst du immer, weil du es einfach nicht kannst. Bestimmt, weil du mich bescheißt von hinten bis vorne. Das arme kleine Mädchen. Bestimmt hat sie blonde Zöpfe und große blaue Augen. Die haben sich mit Tränen gefüllt damals. Aber sie hat mich trotzdem noch lieb. So, Geständnisse am Sonntagabend. Ich muss dir noch was gestehen. Mhm. Ich will nach Hause. Oh. Ich muss ins Bett. Ah. Ohne dich. Schade. Schönen Sonntag.